بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es um Fragen einer türkischen Schwester. Eine türkische Schwester hat uns auf unserer WhatsApp-Nummer Fragen geschickt und ihr könnt da gerne, hier seht ihr diese Nummer, könnt ihr gerne eure Fragen schriftlich schicken. Nicht Audio-Botschaften, nicht anrufen. Ja? Und ihre Fragen sind folgendermaßen. Nach einer vaginalen Untersuchung, Abstrich, Finger, muss die Frau dann Rüsselreinigung machen. Rüssel, damit ist die große Gebetswaschung gemeint. Dass man also den ganzen Körper mit Wasser abwischt, plus Mund und Nase mit der Nier, die große Verunreinigung, Hedeful Akbar auf Arabisch, von sich zu entfernen. Nein, das muss man nicht, denn eine vaginale, den Rüssel muss man machen, beispielsweise, wenn man die Periode hatte, nachdem man die Periode hatte, muss man Rüssel machen, damit man wieder beten kann, damit man wieder die Sachen machen kann, die einem in der Periode verboten sind. Oder beispielsweise für das Fasten etc. Man muss Rüssel machen bei Geschlechtsverkehr. Man muss Rüssel machen, wenn man einen Orgasmus hatte. Man muss Rüssel machen, wenn man das Wochenbett hatte. Das heißt, nach einer Schwangerschaft, hat man eine Blutung. Ja. Da muss man Rüssel machen, aber man muss nicht Rüssel machen bei einer vaginalen Untersuchung. Ja? So, ich bin im 9. Monat schwanger, die Ärzte haben gesagt, es wird eine Risikogeburt sein. Gibt es eine Dua, damit die Geburt leichter wird? Mir ist keine Dua bekannt. Natürlich, wir müssen wissen, es gibt tausende Hadithe, die speziell für diesen Fall gedacht ist. Und es gibt natürlich dann viele Leute, die mit irgendwelchen erfundenen Hadithen kommen. Aber das Wichtigste ist eigentlich überhaupt bei der Dua, weil solche Fragen kommen oft, gibt es eine Dua dafür, gibt es eine Dua dafür. Ich würde jedem empfehlen, sich das Buch Hessen Muslim zu besorgen, weil da stehen die bestimmten Azkar, Erwähnungen von Allah und die bestimmten Dua für bestimmte Situationen alle drin. Aber was man machen kann, ist einfach vom Herzen Dua machen zu Allah. Das kann man auch in jeder Sprache machen. Wichtig ist, dass die Dua, das Bittgebet vom Herzen kommt. Eine besonders gute Situation dabei ist, wenn man im Sujud ist, denn der Prophet a.s.w. sagte, Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Das, wo der Diener Allah am nächsten ist, ist, wenn er in dem Sujud ist. Eine andere besonders gute Position ist, wenn man die Hände zu Allah subhanahu wa ta'ala hebt. Weil da gibt es auch Hadithe, die die Huld davon erwähnen. Eine andere sehr gute Situation ist, wenn man seinen Finger dabei hebt. Dann gibt es bestimmte Arten von Tawassul mit den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man zum Beispiel, wenn man Vergebung will, sagt man, Ya Rahman, Irhamni. Ja? Oder wenn es um eine Sache geht, wo Allah etwas bestimmt, Ya Aziz, O Allmächtiger, helfe mir, beispielsweise. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Allah gehört die schönsten Namen, so ruft ihn mit diesen Namen an. Allah liebt das also besonders, das ist eine besondere Huld, die man machen kann. Dann gibt es bestimmte Zeiten, wo die Dua besonders beliebt ist und dazu gehört vor allen Dingen, da gibt es bestimmte Tage, wie zum Beispiel die letzten 10, insbesondere die letzten 10 Nächte von Ramadan. Oder am Freitag, gerade nach dem Asr-Gebet. Hier gibt es verschiedene Meinungen, wann diese genaue Zeit ist. Und dann gibt es vor allen Dingen das letzte Drittel der Nacht. Wie bestimmt man das letzte Drittel der Nacht? Ganz einfach. Weil dann fragen viele, wann ist das letzte Drittel der Nacht? Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, du musst einfach gucken, wann Maghrib ist. Maghrib ist der Anfang der Nacht, weil dann ist es dunkel. Du guckst auf dein Gebetsplan, wann fängt das Maghrib-Gebet an? Oder du guckst in den Himmel, aha, dann ist die Sonne komplett untergegangen. Und wenn Fajr anfängt, und da hat man so einen Streifen am Himmel, also wie einen weißen Streifen, dann hört die Nacht auf. Und das teilt man einfach durch drei und dann weiß man, also diesen Zeitraum teilt man einfach durch drei und dann weiß man am Ende, aha, in diesem Zeitraum ist das letzte der Nacht. Aber Fakt ist, immer in Deutschland, wenn man eine Stunde vor Fajr aufsteht, ist man definitiv im letzten Drittel der Nacht. Und man kann das natürlich auch so organisieren, dass man an Tagen, wo man beispielsweise arbeitsfrei hat,
gerade dieses letzte Drittel der Nacht nutzt. Der Prophet alaihissalat wassalam hat gesagt: Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin hayna yabqa thuluth layl akhir ila sama'i dunya fa yaqulu man yad'uni fastajibu la wa man yastaghfiruni fa'afira wa man yas'aluni fa'utiya. Das heißt, der Allah kommt im letzten Drittel der Nacht an den untersten Himmel. Natürlich, man darf sich da kein Bild von machen, das ist über unsere Vorstellungskraft. Wir wissen nicht, ja, also, A'udhu Billah, Allah sagt im Koran, Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Nicht, dass jemand denkt, Allah ist irgendjemand, der durch den Himmel fliegt. Ja? Das heißt, wir glauben an diesen Hadith, ohne uns ein Bild davon zu machen. Ja? Und, aber wichtig ist für uns, wie wir nach diesem Hadith handeln. Und zwar, er sagt, wer bittet mich, dass ich ihm gebe? Wer fragt mich, dass ich ihm gebe? Und wer bittet mich um Verzeihung, dass ich ihm verzeihe? So. Immer nachdem ich Subh gebetet habe, kann ich dann nicht mehr weiter schlafen. Meine ersten Kinder sind Zwillinge, 1,5 Jahre alt. Kann ich das Gebet früher verrichten? Die Kinder wachen meistens gegen 2, 3 Uhr morgens auf. Nein. Man kann das Gebet nicht, das Fajr-Gebet niemals vor der Zeit des Eintritts des Fajr-Gebetes beten. Kann man nicht. Was man unter Umständen zusammenlegen kann, sind Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha. Das sind die Gebete, die man auch zum Beispiel auf der Reise zusammenlegen kann. Hierüber kann man diskutieren in bestimmten Situationen. Aber, das heißt, dann könnte man beispielsweise das Asr-Gebet vor seiner Zeit, zur Zeit vom Dhuhr beten. Und das Isha-Gebet vor seiner Zeit, zur Zeit von Maghrib beten, in gewissen Situationen. Ich rede jetzt nicht über diese spezifische Situation. Aber das Fajr-Gebet kann man niemals vor seiner Zeit beten. Das geht nicht. Und schon gar nicht absichtlich. Ja? So, und so, der Grund ist hier, ich kann dann nicht mehr weiterschlafen. Meine ersten Kinder sind Zwillinge, 1,5 Jahre alt. Kann ich das Gebet früher verrichten? Die Kinder wachen meistens gegen 2, 3 Uhr morgens auf. Erstens, es gibt ja verschiedene Zeiten, wann das Fajr-Gebet ist. Das heißt, wenn wir durch das Jahr gehen, so, was einfach wichtig ist, dass man die Gebetszeiten schafft, und das sage ich allen Muslimen, dass man seine Zeit richtig organisiert. Es hat alles was, es ist möglich. Es ist, hat nur etwas mit Organisation der Zeit zu tun. Es kann nicht sein, dass Allah uns etwas auferlegt und wir können das nicht. Da muss man halt schauen, wie man zwischendurch schläft, dass man jemand zur Hilfe rät. Aber das zeigt ja gerade, dass wir wirklich die Religion ernst nehmen. Und das ist auch, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns 5 Gebete zu 5 verschiedenen Zeiten am Tag vorgeschrieben hat. Denn das schützt uns automatisch. Allah sagt im Koran, das Gebet, wahrlich, das Gebet ist den Menschen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Das hat Allah, wenn es einfach nur um leichter geht, dann würde jeder irgendwo eine Ausrede suchen und alle Gebete zusammen beten. Ja? Nein, es muss zu bestimmten Zeiten gebetet werden, das Gebet. Beziehungsweise in bestimmten Zeiträumen. Und das hilft einem, die eigene Zeit zu organisieren. Ich habe das selber erlebt, liebe Geschwister, als ich Muslim geworden bin. Bin ich am Anfang noch in die Disco gegangen. Weil ich wusste nicht so genau, dass das verboten ist. Aber dadurch, dass dann das Gebet in diese Zeiten reinfiel und ich meine Zeit organisieren musste, ist das Gebet etwas, was mich im Nachhinein auch von schlechten Wegen mit weggebracht hat. Weil ich wusste, das Gebet ist unheimlich wichtig und dann kann ich nicht in die Disco gehen. So, vergiss es. Das funktioniert nicht. Das ist etwas, was einem die Zeit organisiert. Und Allah sagt doch im Koran, Inna salata tana anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Und auch dadurch, dass es zu verschiedenen Zeiten ist, automatisch. Stell dir vor, du willst gerade etwas Schlechtes machen, dann weißt du, oh, gerade ist die Zeit von Dhuhr gekommen. Dann sind wieder ein paar Stunden vergangen, der Shaitan ist wieder näher gekommen. Da kommt wieder die Gebetszeit. Oh, Zeit von Asr, Zeit vom Nachmittagsgebet. So, dann das nächste. Eine Schwester hat mich letztens gefragt, sie betet das Gebet rechtzeitig, aber nur 4-mal Pflicht. Ist es erlaubt? Man muss sich eine Sache angewöhnen, und das möchte ich mit dieser Frage illustrieren.
wenn man Fragen stellt, man muss die so formulieren, dass wir auch genau verstehen, worum es geht. Wenn eine Schwester viermal am Tag betet, die Pflichtgebete, das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich meine, nicht, dass man jetzt versteht, Entschuldigungsgrund, aber ich kann die Frage erst verstehen, richtig, worum es hier geht, wenn ich genau weiß, was der Grund ist. Weil es kann nicht sein, zum Beispiel, wenn mir jemand sagen würde, ja, ich habe eine Schwester, die betet nur einmal am Tag. Dann sage ich, ja, die ist einfach faul, die betet nur einmal am Tag. Ja. Aber wenn ich höre, die betet viermal, vier Pflichten, warum betet nicht das fünfte? Das heißt, es muss ja irgendeinen Grund haben. Ja? Und das müsste dann formuliert werden. Es gibt dann beispielsweise die Suleimanschi-Orden, die beten im Sommer nur vier Pflichtgebete und beten das Isha-Gebet nicht. Weil sie sagen, die Zeit vom Isha kommt nicht. Und das ist Dalal-o-Mubin, klare Irreleitung. Und das zeigt, dass sie unwissend sind bezüglich vieler Hadithe. Es gibt da ein Hadith über den Dajjal und der ist auch die Grundlage dafür, was man macht, wenn man in einem Land lebt und es kommt Ramadan, wo die Sonne nicht untergeht oder wo die Sonne nicht aufgeht. Das ist die Grundlage ist dieser Hadith. Nämlich, es wird berichtet, dass der Dajjal 40 Tage bleibt und dass diese 40 Tage aber länger dauern als der normale Tag. Beziehungsweise viele Tage davon länger dauern als der normale Tag. Zum Beispiel ein Tag dauert eine Woche etc. Daraufhin fragen die Sahaba, was machen wir dann? Das heißt, es ist jetzt ein Tag, der dauert automatisch länger als 24 Stunden, aber die Sonne geht nicht unter. Was machen wir dann, sagen die Sahaba? Dann sagt der Prophet, die fragen, was machen wir dann mit den Gebeten? Dann sagt der Gebet, Prophet a.s.w., ihr sollt das schätzen, ausrechnen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise du in einem Land lebst, ich meine, was macht der Suleimanschi-Orden in Skandinavien? Beten die gar nicht? Beten die kein einziges? Es ist ein gravierender Fehler. Der Prophet a.s.w. sagt, Khamsu salawatin katabuma Allah al-Alibadi fil yom wa layla. فَمَنْ حَافَذَ عَلَيْهِنَ كَانَ لَوْ عَحْدٌ اللَّهُ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Fünf Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. Wer daran festhält, hat einen Vertrag bei Allah, dass er ihn ins Paradies führt. Fünf Gebete sind vorgeschrieben. In allen Madhahib, in allen Rechtsschulen. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal. Und es ist völlige Unwissenheit und Jahl zu sagen, ich bete diese fünf Gebete nicht, weil die Zeit nicht gekommen ist. Weil ich in einem Land lebe, wo beispielsweise die Sonne nicht untergeht oder die Sonne nicht aufgeht. Denn wenn die Sonne aufgeht oder untergeht, ist ein Zeichen dafür, wann ich dieses Gebet beten soll. Aber wenn ich dieses Zeichen nicht habe, welche Regel tritt dann in Kraft? Allah sagt, Fattakullah mastatatum, fürchtet Allah so gut ihr könnt. Nehmen wir mal an, jemand wird eingesperrt in einem Kerker, wo es völlig dunkel ist. Und er wurde vorher zusammengeschlagen, sodass er überhaupt nicht weiß, wann Tag und Nacht ist. Was macht er dann? Und er kann kein Wudu machen. Und er liegt in seinem eigenen Urin. Das heißt, er kann kein Wudu machen, er kann sich nicht säubern, er weiß nicht, wo die Qibla ist und er weiß nicht, wann die Zeiten sind. Trotzdem muss er die fünf Gebete beten. Aber er wird nicht dafür belangt, dass er sie nicht in der richtigen Zeit gebetet hat, weil er konnte nicht herausfinden, wann die richtige Zeit ist. Er wird nicht dafür belangt, dass er nicht weiß, wo die Qibla ist, weil er konnte keinen fragen, er konnte sich in keinster Weise informieren. Er wird nicht dafür belangt, dass er kein Wudu gemacht hat, beziehungsweise in der Unreinheit lag. Natürlich, was übrigens diese Wudu-Angelegenheit angeht, hier gibt es auch die Meinung, wenn man keinen Staub hat, dass man dann zum Beispiel an die Wand schlägt. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt in dem Kerker, das ist ja auch imaginär, aussieht. Das wollte ich nur, ich habe einen Vortrag darüber, Tayammum, die könnt ihr euch gerne angucken zu diesem Thema. So, das heißt, wenn ich in einem Land lebe, wo eine bestimmte Gebetszeit, wie zum Beispiel Isha, angeblich nicht kommt, das ist ja auch nochmal falsch, übrigens. Warum beten alle anderen das Isha-Gebet außer diese Gruppe?
Suleimanschi-Orden. Warum? Und die widersetzen sich der ganzen Gemeinschaft der Muslime, sagen, nee, nee, Isha-Gebet kommt nicht, wird nicht ganz dunkel. Hallo? In Deutschland? Was macht ihr in Norwegen? Betet ihr gar nicht? Was macht ihr in Grönland? Da betet ihr gar nicht? In Grönland ist ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr, das ist mehrere Monate komplett dunkel und mehrere Monate komplett hell. Was, wenn du da lebst? Da betest du gar nicht, oder wie? Da betest du nur ein Gebet. Was machst du denn da? Es ist absoluter Quatsch. Das zeigt, dass man diese Grundlage des Islam gar nicht verstanden hat. Fattakullah mastatatu. Fürchtet Allah so gut ihr könnt. Das heißt, wenn ich weiß, das Maghrib-Gebet, nehmen wir mal an, wir sagen jetzt, die Sonne geht nicht runter. So, nehmen wir mal an, die Sonne, nehmen wir mal an, die Isha-Zeit trifft nicht ein, so wie sie behaupten. Ja, wann bete ich dann Isha? Dann bete ich Isha in dem Zeitraum, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo normalerweise nach dem Maghrib-Gebet das Isha-Gebet eintrifft. Guck mal auf die Gebetspläne, wie lang das ist. Ganz einfach. So, oder betet sie vier Gebete aus einem anderen Grund nicht? Ich weiß es ja nicht. Deswegen wäre es schön, wenn man solche Fragen formuliert, dass man uns sagt, worum es geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier umgeht. Aber dass jemand zum Beispiel sagt, ich bete nur vier Gebete und ein Gebet lasse ich, ist gefährlich. Vielleicht sagt er, es ist halal für mich, ein Gebet nicht zu beten. Wer es erlaubt, ein Gebet nicht zu beten, was Pflicht ist, ist Kuffer. Nur mal so nebenbei, das ist sehr gefährlich. Oder ist es hier, weil sie vielleicht aus irgendeinem Grund, die betet eigentlich fünf Pflichtgebete, aber die betet aus irgendeinem Grund zwei Gebete zusammen. Deswegen wäre es schön, wenn solche Fragen genauer formuliert werden. Ich trage seit einem Jahr Hijab, kann mich ein Arzt entbinden oder suchen oder ist es Haram? Erstmal, es spielt keine Rolle, ob du Hijab trägst oder keinen Hijab trägst. Ein fremder Mann darf einen nicht an die Genitalien. Ein fremder Mann darf eine Frau oder eine fremde Frau darf einen Mann nicht an die Genitalien. Das darf nur der Ehemann bzw. die Ehefrau. Außer für eine Notwendigkeit. Außer bei einer Notwendigkeit. Zum Beispiel. Du bist in einem Krankenhaus, du musst entbunden werden. Du musst entbunden werden. Und da ist auf einmal keiner, der entbinden kann, außer ein Mann. Und du kannst das selber nicht. Es gibt keine Hebamme oder was auch immer. Oder es gibt da nur einen Arzt etc. In diesem Sinne kannst du nichts dafür. Das ist dann eine Notwendigkeit. Ja, du kannst dich nicht dagegen wehren. Was kann man machen? Man versucht vorher mit dem Krankenhaus diese Sachen zu klären. Man schaut, dass da nur Männer reinkommen dürfen. Aber im Endeffekt, wenn die Frau da gerade in den Wehen liegt und am Schreien ist und da kommt dann ein Mann rein, der als Arzt ist und da kann man auch nicht zusammenschlagen oder was auch immer. Ja, es ist jetzt gerade eine Notwendigkeit. Zum Beispiel, meine Frau als Beispiel hat bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt bekommen. Da war nur ein Mann, der diese Operation durchführen kann. Da kann ich natürlich nicht da stehen, nee, ich lasse meine Frau und das Kind lieber sterben, ne, weil Kaiserschnitt geht. Nein, das ist eine Notwendigkeit. Ja, damit man das versteht. Aber man sollte immer vorher schauen, genauso ist es mit Frauenarzt. Wenn man zu einem Frauenarzt muss, man sollte immer zu einer Ärztin gehen. Und hier ist es natürlich dann manchmal so, dass es vielleicht gar keine Frauenärztin gibt und es gibt eine Notwendigkeit. Wie gesagt, Notwendigkeiten sind immer etwas anderes. Das ist eine Regel in der Religion. Das heißt, alles was verboten ist, wird bei der Notwendigkeit erlaubt. Wie beispielsweise Schweinefleisch essen, ja, weil du ansonsten verhungern würdest. Du hast nichts anderes. Du bist zum Beispiel in einem Kerker eingesperrt, das Einzige, was sie dir zum Essen geben, ist Schweinefleisch. Du würdest ansonsten völlig abmagern und sterben. Bleibt dir nichts anderes übrig, du bist gezwungen. Das ist da eine Notwendigkeit. Da mein Mann und ich erwarten unsere zweite Tochter und wir möchten ihr einen Namen geben. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil man dann vielleicht weiß, wer die Frau ist,
die diesen Brief geschrieben hat. Ich möchte hier einiges zu sagen. Was die Namensgebung im Islam angeht, so sollte man sich Namen aussuchen, die gute Namen sind. Das ist etwas, was der Prophet a.s.w. immer gemacht hat. Er hat sogar Leute umbenannt. Erstmal sollte man keine Namen geben, die verboten sind. Ja. Und zweitens, man sollte keine Namen geben, die eine schlechte Bedeutung haben. Er hat zum Beispiel jemanden umbenannt, der sich, also jemand sollte Harb genannt werden, Krieg, und hat den Namen umbenannt zu einem schönen Namen, sollte schöne Namen geben. Und die Namen sollten auch einen Sinn geben. Ich merke bei manchen Geschwistern aus manchen Ländern, sie geben einen Namen von irgendeinem Begriff im Koran. Es gibt irgendein Wort im Koran, da geben sie das als Name. Und die Sahaba und die Salaf, ich kann nicht sagen, dass das verboten ist, aber man kann zumindest sagen, dass das etwas ist, was keinen Sinn ergibt. Und was die Sahaba nicht gemacht haben, und solche ein Vorbild eines Sahaba und eines Salaf, zum Beispiel, da steht dann im Koran irgendein Wort, dann geben sie ihm irgendein Wort, was aber keinen Sinn ergibt. Deswegen, man sollte sich vorher schauen, ob das einen Sinn ergibt. Zum Beispiel, ich gebe ein Verb. Ja, natürlich, es gibt den Namen Ahmed, das ist eigentlich auch ein Verb, aber ja, zum Beispiel, was keinen Sinn ergibt. Ich habe zum Beispiel einmal gehört, da hat jemand sein Kind Zalimin genannt. Zalimin. Und dann hieß es, wie Zalimin? Warum Zalimin? Ja, steht im Koran steht Zalimin. Ja, was heißt Zalimin? Zalimin ist die Mehrzahl von Zalim, Ungerechter. Die Ungerechten. Hey, die Ungerechten, komm mal her. Stell dir mein Kind, die Ungerechten. Das ist so, hier kann man sogar sagen, Haram. Also, ich würde jetzt, also hier kann man sogar dahin gehen und nennst dein Kind Zalimin. Das ist eine Beleidigung. Ja, und deswegen bitte vorinformieren. Was hat der Name, wie gesagt, also das hat jetzt nichts mit der Schwester zu tun, die hat das nicht gefragt. Der hat was anderes gefragt. Ja. Aber deswegen bitte darüber informieren. Die beliebtesten Namen bei Allah sind die Namen Abdurrahman und Abdullah für Männer. Dann, gerade bei den Frauennamen, ist es schön, Namen der Frauen zu geben, der Sahabiyat zu geben. Oder den Namen Maryam zu geben. Das ist die beste Frau, die je gelebt hat. Oder den Namen Asiya, das ist die Frau von Asiya, die Frau von Pharaon, die gehört zu den vier besten Frauen, die jemals gelebt haben. Dann ist es sehr beliebt, die Namen vom Propheten zu geben. Die Namen vom Propheten zu geben. Das ist auch eine Sache, liebe Geschwister, die sehr, sehr wichtig ist. Man identifiziert sich mit seinem Namen. Automatisch liebt ein Kind, identifiziert sich und ist stolz auf seinen Namen. Ja, und ich habe da zum Beispiel einmal einen Bruder, der hat seine Tochter Maria genannt. Ja, wegen Maria al-Koptia. Das ist eigentlich Maria al-Koptia, aber okay. Und er sagt, ja, hier. Ja, Bruder, aber du lebst in Deutschland. Du lebst in Deutschland. Dein Kind wird automatisch, wenn die Maria heißt und dunkelhäutig ist, beziehungsweise nicht dunkelhäutig, aber halt südländisch aussieht, man wird sofort denken, sie ist eine Italienerin. Da ist kein Bezug zur Religion dargestellt. Ein anderer nennt seinen Sohn Abraham, weil es eine Leseart gibt, wo Ibrahim Abraham genannt wird. Dein Kind, wenn du damit in die Schule gehst, wird alle werden denken, es ist ein Jude. Ah, aber, weil das ist 100% dein Name, wo jeder sagt, Abraham, das ist ein Jude. Moses, jemand nennt seinen Sohn Moses. Man wird sofort sagen, ach, Moses Mendelssohn, die werden sofort sagen, das ist ein Jude. Gibt euren Kindern Namen, womit sie auch sofort als Muslime erkannt werden und sich mit dem Islam identifizieren. Das ist mein Ratschlag hier. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.